Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind wieder am Start mit unserem Lieblingshexer. Und ja, sie hat uns beziehungsweise wir waren bei Kyra Metz, haben mit ihr gesprochen, weil wir sie ja gerne für die finale Schlacht dabei hätten. Aber ja, sie will erstmal noch eine kleine Gegenleistung haben, aber welche? Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Und warum? Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Dein Ruf? Der Punkt ist... Weil mein Ruf kaputt geht und nicht deiner. Ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ja. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Na, dann werden wir helfen. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Weil die kennen wir ja noch. Was, die kommt nicht mit? Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich habe mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Ja, super. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Ja, du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Ich habe noch nie davon gehört. Ich habe nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Telefon? Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden.
dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Wenn ihr wüsstet, was in 600, 700 Jahren abgeht. Ja, dann, wo hast du denn her? Oh. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. War ich ein bisschen zu schnell. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. So. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Und jetzt? Bis bald, Kera. Hilft Siri bei einer Erledigung in WLAN? Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Zu einem anderen Thema. Okay. Bis bald, Kera. So. Gut. Ich soll, ich dachte, ich quatsche die jetzt an. Ja, aber irgendwie, hä? Ups. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Okay. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Okay. Bis bald, Kera. Ja, gib ich doch mal. Hä? Hilft Siri bei ihren Erledigungen wählen? Ja. Würde ich ja gerne. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Hä? Dieser Magier von der Insel. Erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Aber du wüsstest. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magie-Experten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen.
Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Hm. Bis bald, Keira. So, hä? So, jetzt ist er. Ja, wir sind alle Stufe 22er erst. Gut, okay. Gut, gut, gut. So ist gut. Hilft Siri. Hä? Ist das Ding jetzt gerade verbuggt oder was? Laufplätze! Warte, kriegen wir das nicht irgendwie per Schnellreise mal kurz eben gemacht? Das wäre super. Das wäre super, weil ich den Weg, den kompletten Weg jetzt zurückzureiten. Lüge. Das lassen wir mal lieber dann. So. Den Schnellreisepunkt noch. So, dann reisen wir da kurz hin.
Naja. Oh. Gut, warte mal, Moment, ich muss ganz kurz mein Handy meinen Controller anfangen zu laden. So, da sind wir wieder. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3 und dann gehen wir mal zu Dijkstra. Mit dem werden wir nämlich auch nochmal quatschen. Ne? Tschüss.